Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, ich habe seit sehr, sehr langer Zeit kein Video mehr hochgeladen. Ich weiß gar nicht, seit wie lange. Da schaue ich mal eben nach. Seit 5 Monaten. Ah, alles klar. Also, ich habe seit 5 Monaten kein Video mehr hochgeladen. Das lag an verschiedenen Dingen, weil ich habe nicht so richtig das Spiel gefunden, wo ich so Spaß dran habe, wirklich da mehr zu machen. Aber ich habe hier mal was Kleines gebaut. Ich habe hier ein paar LKWs gebaut. Die zwei da rechts, die könnt ihr ignorieren. Das ist zum Testen gewesen. Nein, ich habe hier mal ein paar LKWs gebaut. Und die werde ich wahrscheinlich auch verwenden, wenn ich mal irgendwas Größeres baue in Minecraft oder so. Auf jeden Fall werde ich da jetzt so nach und nach durchgehen und erklären, was das für Fahrzeuge sind und bisschen zeigen, wie ich dazu gekommen bin. Warum hat sich jetzt Minecraft aufgehängt? Ja, ich fange mal an hier mit dem ersten LKW. Das ist ein Truck, so ein Road Train, wie die auch in Amerika, wie es die gibt. Die baue ich ganz gerne in Minecraft, weil die sehr einfach zu bauen sind. Ja, der ist relativ lang, schon ja so einer mit für Schwerlasten schon, mit schon Schornstein und sogar einer kleinen Schlafkabine, ist jetzt kein Bett drinne. Ja, und das ist so ein Roadtrain halt für Langstreckenfahrten, auch mit etwas größeren Lasten. Dann habe ich hier einen sehr kleinen, das ist ja so ein einfacher Transport-LKW, gibt's nicht viel zu sagen. Dann habe ich hier mal so einen, ja, europäischen LKW-Zugmaschine. Da kann man sehen, ich habe hier so Streifen dran gemacht. Der hat das ganz normale Design, vorne dieser Kasten und hinten halt den Auflieger. Ist jetzt auch nichts Besonderes. Dann habe ich den auch noch mal fast genauso, nur mit einer kleinen Schlafkabine. Da kann man hier auch mal reinschauen, ist auch nichts drin. Das ist halt auch mehr so ein Langstrecken-LKW. Dann den ganzen nochmal in kürzer mit einem anderen Design. Hier ist die Tür etwas weiter hinten, ansonsten genauso. Hier ist der nochmal in flacher. Da muss man nicht nach oben steigen. Das ist so ein, ja, kleiner LKW, den man vielleicht mal in der Stadt sieht, wenn da irgendwas transportiert wird. Also für nichts Großes. Dann hier nochmal ein großer LKW. Das ist ein flacher mit Schlafkabine, also mehr oder weniger dieser hier, der weiße, in Farbe und mit Schlafkabine halt und halt flacher. Dann hier nochmal einen amerikanischen Truck. Der hat einen sehr, sehr langen Auflieger, auch für Schwerlasten oder so, aber der hat keine Schlafkabine. Da fand ich, war das jetzt nicht so nötig, da gibt's habe ich andere für. Dann habe ich hier einen kleinen, auch ein kleiner Stadt-LKW, gibt es nicht viel zu sagen. Dann habe ich hier den ersten LKW, der tatsächlich schon Aufbauten hat. Das ist hier so ein kleiner Kastenwagen, wo hinten vielleicht Sachen rein können, wie in solchen LKWs mit einer Plane. So ungefähr, aber da kann man jetzt nichts reintun, das ist einfach zu. So, dann gehen wir hier mal über zum nächsten. Das ist ein sehr, sehr großer LKW. Ja, das ist ein amerikanischer Truck mit Schlafkabine und 3 Hinterachsen. Den habe ich jetzt besonders für Schwerlasten konzipiert, damit der da auch ordentlich schwere Sachen ziehen kann. Dann hier einen kleinen Post-LKW. Also in dem gelben Design, ich habe da jetzt nicht DHL drauf geschrieben, da hatte ich keine Lust zu, das sehe blöd aus. Ja, hier auch mit der kurzen Kabine, kurz und flach, so ähnlich wie bei dem hier. Und ja, dann einen gelben Anhänger. Hier nochmal einen kleinen amerikanischen LKW. Einfach mit einem Auflieger, weiß nicht, kann man vielleicht ein Auto draufstellen oder sowas. Dann den fettesten LKW, den ich gebaut habe. Das ist einer, der ist sehr, sehr lang. Ich kann hier ja mal reingehen. Hier hat er relativ viel Platz in. Und er hat 5 Achsen. Auch ein Schwerlast-LKW. Der ist auch sehr, sehr hoch. Von vorne ist er auch schon ziemlich groß.
und der wird ja hinten auch noch ziemlich hoch. Dann hier ein neuer, normaler europäischer LKW wieder mit so einem Auflieger einfach für Container. Hier ist das Ganze einmal ohne Container, hier ist derselbe LKW mit einem Container, also nichts Besonderes. Dann hier ein kleiner Postwagen, das ist auch nur ein kleiner Kastenwagen, kann man hinten auch nicht rein, das ist einfach nur so ein kleiner Stadtwagen. Und dann habe ich hier auch nochmal einen kleinen Mini-Post-LKW, ist so ähnlich wie der, nur ein wenig größer, ja, Kasten ist halt ein Block länger. Dann hier einen kleinen, ja, Abschleppwagen, könnte man fast sagen, ich weiß nicht, ob ihr diese Abschleppwagen zum Beispiel vom ADAC kennt. Das sind, manchmal sind die gelb, ich habe jetzt hier einen blauen gemacht mit Auto drauf, weiß nicht, Sportwagen, Formel 1 Wagen, irgendwie so eine Mischung. Habe ich einfach nur so gebaut, dass das ganz okay aussieht. Man weiß, was gemeint ist. Dann hier noch so einen winzigen LKW. Der ist ja noch kleiner als die da hinten. Das habe ich gemacht, indem ich hier das Dach noch einen halben Block niedriger gemacht habe, indem ich da einfach nur Stufen drauf gemacht habe. Und dann kommen wir zum, ja, großen LKW mit ganz vielen Anhängern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese amerikanischen Road Trains. Die haben teilweise sehr, sehr viele Anhänger. Ich weiß nicht, wie viele das sein können. 4 oder 5 vielleicht. Und die fahren relativ lange. Deswegen hat der hier zum Beispiel auch eine Schlafkabine. Das sind halt so die amerikanischen Trucks mit relativ vielen Anhängern. Ja, das sind die LKWs, die ich so mal gebaut habe. Da habe ich mir ein paar Stunden mal rangesetzt, ein bisschen gebaut. Weil ich möchte ganz gerne in Minecraft eine Stadt bauen. Und da wären LKWs ganz praktisch und Autos. Bei den Autos, da werde ich auch nochmal schauen, dass ich da ein paar baue. Aber da habe ich nicht so viel Spielraum, sage ich mal, weil die etwas kleiner sind. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like oder ein Abo da. Ansonsten, ciao, bis zum nächsten Video.